Und wie weit ist dein Update, Iron? Ihr! Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es lebend schaffen würdet. Okay, sei allein, muss schrecklich gewesen sein. Mit dem Herzen von Anomaril in ihren Händen kann ich es mir kaum vorstellen. Ihr habt es, nicht wahr? Yep, ich habe es. Wunderbar. Als die ganzen fliegenden Bücher abstürzten, wusste ich schon, dass es nicht mehr in den Ruinen sein könnte. Ich bringe es gemäß unserer Abmachung mit dem König zur Magiergilde. Kannst mir vertrauen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass die Gelder es dort finden. Ja gut, wenn man bedenkt, wie lang es halt her ist, wie viele Updates, Add-ons, Patches es gab, aber vielleicht funktioniert es ja irgendwie. Aber du hast Glück für Beckedy. Es muss für König Kamoran Eradan unverzüglich in das Planetarium gebracht werden. Nun gut, dann möchten Sie diese Sache wohl tatsächlich in Angriff nehmen, ja? Ja. Ich würde mein eigenes Gewicht in Gold zahlen, um das Planetarium in Betrieb zu sehen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass es wohlbehalten dort ankommt. Seid unbesorgt. Was werdet ihr jetzt tun? Nachdem ich es zum Planetarium zurückgebracht habe, ich kriege endlich meinen Zweihänder. Eigenschaften untersuchen, sobald die Zeremonie abgeschlossen ist. Natürlich nur, wenn die Königin es mir gestattet. Ich bin niemand, der sich einer Monarchin in den Weg stellen würde. Da haben wir die ganze Nacht Esel gestreamt, hast du noch Zeit genug? Daki? Wer sagt, dass ich die ganze Nacht Esel streame? Wir spielen noch FF14. Ich weiß doch noch nicht, was ich in FF14 mache. Kitty sprintet los. Folge ich Kitty einfach mal. Ist klar! Nee, nachher wird noch FF gespielt. Wie gesagt, ich weiß doch noch nicht, was wir in FF machen. Hab sie aktualisiert gehalten. Selbst weil er sich geupgradet hatte, war halt, ich glaube, vor 2 oder 3 Monaten. Ja, gut! Dann sollte es aber bald fixer gehen. Hoffe ich. Weiß nicht mal, wie spät es ist. 18 Uhr. Also es ist halt die Frage, was ich in FF mache. Ich wanke jetzt ein bisschen zwischen Story, Nebenquest oder Dailies. Da lasse ich dann Kitty aber eine Abstimmung machen. Wahrscheinlich. Eventuell. Ich will nicht wieder irgendwas machen. Ich will nicht Kitty Shop wegnehmen. Hat ja schon alles gemacht, also kannst du auch sein lassen. Nee. Der Reset war ja um 16 Uhr. Also Dailies sind doch machbar. Der Reset ist immer erst 16 Uhr. Folgedessen wäre, ne? FF sowieso noch drin. Ich weiß, dass du gerne eh so weitergucken möchtest, Daki. Das weiß ich, bin gerade gestorben. Wenn du bis maximal 23 Uhr Zeit hast, Daki, kann es auch sein, dass ich erst morgen ins Game starte. Oh. Lass mich wieder kämpfen. Das wissen wir doch, Daki. Kann gerade nicht kämpfen. Okay, ich kann tatsächlich gerade nichts machen. Das wird mich nicht aufhalten. Eventuell fliege ich gleich. Ah, jetzt kann ich wieder.
Ja, auch diese zocken, ja. Also, Iron, du kannst mich auf dem Laufen halten. Solltest du heute noch ins Game kommen, switche ich einmal noch mal kurz rüber, um dich als Freundin zu. Wobei, nee, dich habe ich glaube ich automatisch, ne? Hat man die in der Steamliste automatisch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und da musste man dafür dann auch eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, wenn man die auf Steam hat. Kitty, was machen wir hier? Okay, Kitty hat aufgehört. Bei mir wäre es dann wohl eher You spin my Iron right round. Weil Iron noch nicht schlecht genug ist heute. Da hinten noch was? Ich will nur mal kurz gucken. Nee. Okay, ob ich es mal in die Stadt wage? Ich wage mich mal kurz in die Stadt. Freue mich schon, wenn mein Einkauf gleich kommt. Oh Gott, die FPS geht schon wieder hoch. Was ist denn für ein Einkauf? Beziehungsweise runter. Oh Gott. Ah, jetzt geht's aber. Jetzt geht's aber. Und die Ladezeit. Okay, hier ist es wieder ein bisschen schlimmer. Oh Gott. Analysieren. So, das habe ich jetzt schon auf. Ich habe keinen freien Platz in meinem Inventar. War eure Schwester auch eine Schar Schmetterlinge, als sie dort war? Ich habe meinen Einkauf nicht zu drehen. Ach so. Ja, hätte ja sein können, dass du dir irgendwas in ESO gekauft hast. Der ist aber nicht annähernd so groß. Laden. Okay, aber OBS geht gerade wieder. Es hat sich wieder beruhigt. Die Bearbeitung von Stahl. Nein. Nein. Wollte mich umdrehen. So. Lassen. Das würde ich aber gern behalten, das Schwert.
Satuhas wettet. Ja, dazu muss ich ja die nirgendschlüpfenden Sachen erstmal kriegen. Ich achte ja immer drauf, wenn ich göttlich oder nirgendschlüpfen habe, dass ich das zuerst mache. Aber ich krieg das ja nicht. Also, müsste ich mir ja erstmal besorgen. Göttlich habe ich schon ein paar Sachen. Aber das nirgendschlüpfende noch nicht. Verschiedenes. Liefen will ich behalten. Aber ist das nicht teuer? Oder? Sind die Sachen teuer? Ich mach grad ganz radikal. Das brauche ich. Ein Gildenhändler. Okay. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwo was beim Gildenhändler gekauft. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Für Schmuck war ja noch, ne? Mal, wo war das denn jetzt? Ah, Schmuck müsste dann ja hier sein. Irgendwo. Schmuck. Okay, habe ich nichts. Schade. Kann nur verwerten. Das habe ich ja gerade weg. Was? Wie viel musste man herstellen? Vier. Ich hab 3000! Seht das? Soll ich da Spinnen töten gehen? Viel Spaß! viel Spaß dabei! Spinnen sind doch so toll! Ich habe einen Sieger der Bestrebung wieder. Glücklich. Dann ist mein Inventar wieder voll. Nee. Mach ich die Tage mal. So, das ist ja 4 Tage nicht da. Irgendwie muss ich die Tage ja ausfüllen. Mach das im Laufe der Woche. Kann ja heute eh nichts mehr analysieren. Leider. Aber Pilzgrunde würde ich dann schon die Tage nochmal mitgehen. Oder reingehen. Ich will jetzt einmal ganz kurz aufessen. Wenn das okay ist für alle. Weil sonst ist mein Schnitzelbürgerchen hier gleich kalt. Mehr als kalt. Und durchgeweicht. Dann klecker ich nämlich noch mehr.
Dann habe ich aber wieder volles Inventar. Danke, ihr beiden. Jetzt nämlich der Burger, mit dem ich mich eben eingesaut habe. Würde ich gerne einmal ganz kurz in Ruhe futtern. No. Aber guckt mal. Da. Geh mal was Süßes zum Gucken. Ist das nicht niedlich? No. Es ist so goldig. Ich liebe Luchse. In unserem Urlaub, wo wir ja in Bayern waren, waren wir ja im Bayerischen Nationalpark. Und wir haben die Wildkatze halt gesehen. Ich hätte sofort mich einen Schutz. Ich liebe Katzen. Ich liebe auch Luxus. Luxe, nicht Luxus. Die besten waren weit und breit. Kommt drauf an, was für ein Luxus. So eine fette Villa brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eigentlich ist dieser Saal mega, mega schön, ne? Hi. Oh, und die Öhrchen. Ich liebe auch blaue Augen bei Katzen. Blaue Augen sind so schön. Ist das der größte Baum in ganz Tamriel? Vielleicht von ganz Nürn, wenn man darüber nachdenkt. Das hier? Wer weiß? WB Luna. Und was gab's bei dir? Bin auch gerade noch am Essen. Die Reste von meinem Abendessen. Oh Gott. Was ist das denn für ein Lied, Daki? Oh, Nudeln. Nudeln sind geil. Bei mir gab es Gurken. Brot, also so, ja, kleine Brötchen. Toastbrot, also Toastbrötchen oder wie die da heißen. Das sind so kleine runde Brotdinger, die man auch perfekt, ne, für Burger nehmen kann. Ein Stück von einer Mozzarella-Pizza. Und so ein kleiner Schnitzelburger hier. Noch 10 Minuten. No. Da freut sich ein Kater.
Kapadaki. Will doch gar nicht. Ich überlege noch. Guck ich tatsächlich irgendwie gerade mal mein Menü um. Tatsächlich nur, was es hier noch alles gibt, wo ich noch nie drauf geklickt habe. Ohne CP? Benachrichtigung, weiß ich. Also, Karte. Hier wird mir auch noch irgendwas angezeigt. Und da. Set-Gegenstände. Man kann sich aber auch echt tot sammeln. Die Anfangsquest hattest du, oder? Oh Gott, da fragst du mich was. Kann ich das irgendwo nachsehen? Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Kannst du tatsächlich nicht sagen. Wenn man es irgendwo nachsehen kann. K. Ich weiß nicht, ob ich je zuvor schon mal so weit oben war. Was passiert, wenn jemand fällt? Sehr geil. Bin ich satt. Boah. Na, gucken, ob ich es vertrage. Ja. Ich habe nicht mehr gekleckert. Nee, war ganz artig. Und fährst du gleich Auto waschen? Ja. Da kann man sich auch nur drin vertiefen. Okay, also nicht so, dass du im Angriff nehmen. Du musst kein PvP machen, nur Quest bis Stufe 3 machen. Okay, wofür brauche ich das? Also ich mach's aber. Erstens, wo kriege ich's und zweitens, wo mache ich's? Oder wofür mache ich's? Wofür brauche ich's? Worum? Und ich muss gleich aufs Klo. Aber diesmal normal, glaube ich, hoffe ich. Ich bekomme es, glaube ich, nicht vom Essen. Ach, wegen dem schneller Reiten. Ja gut, das wäre... Ja. Wo kriege ich die Quest her? Also nur erstmal zum Annehmen. Damit ich sie zumindest im Questlog habe. Die 30% schneller, schon nice. Ey, nimmst du den Teller einmal bitte mit hoch? Ja, ich komme ja gleich. Ich weiß, dass ich es dann vergessen. Oh Gott. Ich weiß, dass ich es dann vergessen würde. Oh, Eiren, hab ich gern. Oh, Luna auch. Oh. Hi. Ja, an Autos, die reden von so einem Spiel. Ach so, ich dachte, die reden von frischen Sachen. Dich will nicht jeder begrabbeln, mein Schatz. Nicht? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Also ich grabbel gerne an mir. Details? Nein. Kannst du mir gleich privat sagen, ja. Oh,
Kanuna. In Aldrun leben die Redoran in einem gewaltigen Krabbenpanzer. Der ist aber nicht annähernd so groß. Ich muss dies hier zu Ende bringen. Okay, und da muss ich da wahrscheinlich dann direkt drauf, oder wie? Okay. Ich komme gleich. Ich wollte eigentlich noch auf Popo hauen. Oh, wenn es doch ein Fisches krabbelt. Ich hab die nur ganz knapp verfehlt. Okay. E drücken. Dann alleine. Muss ich das direkt machen oder kann ich das jetzt einfach nur einmal annehmen und fertig? Also nicht fertig mit fertig, sondern fertig und ich kann erstmal kurz gehen. Gott, ich fühle mich hier verdammt unwohl. Grüne Neune. Konnte man hier nicht auch irgendwo normale Quest machen? Okay. Mit dem hier reden? Okay. Willkommen in Cyrodiil, Soldat. Hi. Seid ihr hier, um uns im Krieg zu unterstützen? Nein, aber ja. Als erstes müsst ihr ausgebildet werden. Wir fangen mit einer einfachen Aufgabe an. Fangil wartet am Westtor nach Elsweyr mit Munition für den Belagerungsschießplatz. Der Transitus-Schrein ist die beste Methode, um schnell dorthin und wieder zurückzukommen. Viriniel kann euch mehr dazu sagen. Und was ist, wenn ich keine Ausbildung brauche? Falls ihr meint, dass ihr keine Ausbildung braucht, dann meldet euch bei Großkriegsfürstin Sorkalin. Nur sie kann euch davon befreien. Geht zu Fangil am Westtor nach Elsweyr, um eure Ausbildung zu beginnen. Oder geht zu Sorkalin, um die Ausbildung zu überspringen. Iron, ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen. Das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Iron, ich dachte, das wäre ein Scherz. Iron? Da ist der Doktor. Iron? Nein! Das hast du nicht wirklich. Ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen. Das hast du ernst gemeint? Iron? Eine Pause. Du bist so verrückt. Es ging um... Warte.